Das Motto ist heutzutage besonders wichtig, weil viele Menschen dazu neigen, an sich selber oder an anderen herumzukritisieren. Die Devise der Gesellschaft ist ja, du musst jung, fit, schön, erfolgreich, vital sein. Und da versucht man ständig Selbstoptimierungsprogramme zu starten und auch andere zu erziehen. Und wenn man endlich mal sagt, ich bin super und du bist es auch, dann ist das schon ein ganz gutes Zeichen, sich als Gottes geliebtes Kind zu präsentieren. Ja, fair sein heißt ja gerecht sein. Und wie kann ich einem anderen Menschen gerecht werden, indem ich ihn oder sie wahrnehme, hinhöre, was er oder sie sagt und dann auf die Bedürfnisse eingehe, soweit es mir möglich ist und soweit es sinnvoll ist. Also Wahrnehmung des anderen ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Also ich nenne sie beim Namen. Wenn sie mich selber trifft, spreche ich das sofort aus, weil ich da super empfindlich bin, mache es zum Thema, streite mich auch rum, wenn es sein muss. Und auf die Barrikaden gehe ich dann, wenn andere unfair behandelt werden, also alte Menschen oder Menschen mit Behinderungen oder solche, die zu uns als Flüchtlinge oder Asylbewerbende ins Land kommen. Da gehe ich auf die Barrikaden und setze mich dafür ein, dass andere Menschen gerecht behandelt werden. Die haben dieselbe Würde wie wir auch, das ist ja keine Frage, eben Bilder Gottes wie wir. Und da kämpfe ich dafür. Also der erste Durchhaltetipp ist, nicht krampfhaft durchhalten zu wollen. Denn dann kommt man zu Fall, wenn man denkt, ich muss, ich muss, ich muss. Und diese Aktion soll ja auch zu mehr Freiheit ermutigen, zu mehr Lebensfreude. Wenn man also zwischendurch es mal nicht schafft, dann sollte man sehr barmherzig mit sich sein, weil dann kann man anschließend besser durchhalten. Also Gnade vor Recht ergehen lassen, auch bei sich selber. Ich verzichte wie fast jedes Jahr nochmal auf Alkohol. Das ist zwar kein Problem, ist aber für die Gesundheit einfach mal besser, das sein zu lassen. Und dann erlebe ich die Fastenzeit als Zeit, in der ich meine Stärke spüre. Denn Verzicht bedeutet ja, ich kann meinen inneren Schweinehund überwinden und ich habe die Kraft, meine kleinen Abhängigkeiten zu besiegen. Ich bin also innerlich gefestigt und stark und das ist ein super Gefühl.